Ja, hi Freunde, ich habe heute einen weiteren Prospekt für euch schon wieder. Vorhin gab es ja diesen Lidl Leak, den kleinen. Jetzt habe ich Selgros mit 4 Seiten. Auf der 5. Seite ist nichts mehr, da kommt er dann einfach wieder zur Übersicht. Ja, wir haben hier die Preise 39,99, das ist nicht richtig. Wenn ihr das Ding kauft, müsst ihr 46,39 bezahlen, denn das ist der Preis inklusive Mehrwertsteuer. Das heißt, der großgedruckte Preis ist ohne Mehrwertsteuer. Da haben wir hier die Goldfächer. Effektbatterie für 46 € viel zu teuer. Lord of Lights, lasst liegen, gibt deutlich günstiger Sachen. Holt euch das Bombette oder Andromeda, falls es nicht so die gleichen sind. Es gibt da eins für 39, nee, für 35,99, das andere für 30. Dann war hier für 346 € einen fetten Verbund, den könnt ihr aber auch mal fett stehen lassen. Dann haben wir hier, ja, eine Kaufempfehlung, so oder so, denn 8,69 € ist ein guter Preis. Das sind die Ugano-Vulkane, die für Weko gefertigt werden, die Schweizer Vulkane hier. Da haben wir hier Gold, Silber, Pink, keine Ahnung, was da, Pink Stars, glaube ich, und Blinker und Einhornpups. Die sind alle eine Kaufempfehlung, 50 Sekunden Brenndauer circa, 6 Meter Effekthöhe, auch inklusive Mehrwertsteuer, Kaufempfehlung. Dann haben wir hier die Ghost Rider, das ist die Lords of Whistle, definitiv fliegen lassen, 17 € wollen die dafür haben, die haben sie aber nicht mehr alle. Dann haben wir hier die Swordman, ja, auch liegen lassen, ist einfach alles zu teuer in den Laden. Lasst liegen. Ihr habt hier gerade mal 319 Gramm oder 318, da kriegt ihr eine Black Ice für. Das Ding hat nochmal über 100 Gramm mehr und geht ordentlich zur Sache. Und hier habt ihr nur so ein kleines Millimeter, da kommt hier auch nicht mal wirklich viel raus. Monster, viel zu teuer, 11 €, Alter. Ja, ich reg mich hier gerade ein bisschen über den Preis auf. Dann haben wir hier Witches, eine Pyromoldbatze, gute Zerleger auf jeden Fall. Ist ein schönes Ding, aber nicht für den Preis. Dann haben wir hier Mega-Vulkan Pina Colada. Auch mega überteuert. Einfach stehen lassen. Das gilt übrigens für die ganzen Artikel hier, ne? Die sind alle viel zu teuer. Dann haben wir hier Shatterdome. Ja, wir haben 55 Schuss, 40 Sekunden Brenndauer. 35 € knapp. Dann haben wir hier ein Leuchtsortiment. Ja, da sind Batterien drin ohne Zerleger, Fontänen eigentlich nur für 28,99 ist das zu viel, dann holt das Andromeda. Dann, ja, dafür kann man noch in Anführungszeichen Empfehlung aussprechen. Ja, weil ihr habt hier 11, die 9 Raketen, paar Böller, bisschen Jugendsortimente, Artikel, Röhlis, Fontänen. Ja, kann man noch eine Kaufempfehlung für aussprechen, ja. Aber es gibt natürlich auch besseres. Mega-Sortiment Megalan oder Magalan. 23 € ist einfach zu viel. Dann Wounds of Magic für 32 € ist auch zu viel. Ihr habt Raketen, Batterien, Sonnenvögel, angeblich lautstarke Böller, ja, und vielen anderen Kleinkram. Bisschen Cut-1, glaube ich, oder Frösche sind das hier, erkennt man nicht gut, ja. Dann haben wir hier für 35 € knapp die Master Blaster, 450 Gramm Effektladung, 70 Sekunden. Ist zu teuer und ja, auch so würde ich mir die nicht holen, denn die Effektdauer ist mir ein bisschen zu lang mit 70 Sekunden für gerade mal 27 Schuss. Ja, liegen lassen ebenfalls die römischen Lichter, Magical Shots, 5x30 Schuss. Ich hoffe, ihr hört das Rattern im Hintergrund, nicht die Mäuse sind wieder in ihren Laufrad. Ja, bitte ich zu entschuldigen, falls ihr uns hört. Dann, ja, besonders lange Brenndauer, teilweise in Fächerform, trotzdem liegen lassen, die Black Magic. Dann haben wir hier das Jungfeuersortiment, Superhero, Cut 1, sechsfach sortiert. Ja, lasst liegen, dafür bekommt er schon 2 Schinken, auch von den guten. Ja, würde ich alles liegen lassen. Dann haben wir hier das Midnight Circus, da sind die Raketen ganz gut. Die drei hier unten, die blaue, die rote und die grüne, die sind schlecht. Die Kugelkopfraketen sind geil und die da oben sind auch alle mit Zerleger. Ja, wäre das ein angemessener Preis? Für 20 € ungefähr oder auch 22 kann man es mitnehmen, ja nicht für 29 €. Gleiches gilt für hier 30 Raketen für 46 € das Mega-Raketensortiment Grand Prix. Lasst liegen. Dann haben wir hier Raketensortiment viel Glück, das könnt ihr auch gleich schön liegen lassen, weil für 23 € da bekommt ihr das normale aus dem Lidl oder Aldi schon zweimal für und habt dann 12 Raketen und seid immer noch günstiger dran als bei dem Paket hier. Dann haben wir hier schon die letzte Seite, auf Seite 5 befindet sich nichts. Ja, hier haben wir nur noch Verbünde. Ja, 34 € für Symphony, 113 Schuss. Asgard, 180 Schuss für 46 €. Galactica, 57,99 für 289 Schuss.
Dann haben wir danach das Hot Scarface. Ja, auch nichts Besonderes. Daneben haben wir Pompeii oder Pompeii, wie auch immer. 200 Schuss bis 20 mm Kaliber für über 70, über 90 Euro. Ja, Indiana Jones Anlehnung haben wir hier. Das Adventure Time. Ja, auch nichts Besonderes. Könnte alles stehen lassen hier, den ganzen Kram. Dann haben wir hier noch das Pyro-Konzept 480 oder 480, wie man es aussprechen mag. 207 Euro, einfach zu viel. Ist uns eben verwundt. Dann haben wir als vorletzten Artikel Championship. Ja, guckt euch den Preis an und fangt an zu lachen, ey, oder an zu weinen, weil was die dafür verlangen, das ist echt unverschämt schon. Und zu guter Letzt haben wir hier, ja, Pyro-Konzept 703 für 230,84 Euro. Ja, das war's dann auch von diesem Prospekt. Ich bin nicht ganz so stark auf die Artikel eingegangen, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Anders als bei den anderen. Das liegt halt einfach daran, dass ich diesen Laden keinen empfehle. Ich wollte es aber euch trotzdem vorbringen, diesen Prospekt. Außer die Vulkan, die empfehle ich halt. Ja, aber sonst, ihr seht halt die Preise da. Da ist schön verlockend 9,99, aber es fehlen halt, wie gesagt, diese Mehrwertsteuer und da kommen dann halt nochmal 16% drauf oder wie viel das jetzt ist. Ja. Könnte alles getrost liegen lassen, bis auf die Vulkane. Geht lieber woanders hin. Genau, dann bedanke ich mich auf jeden Fall an der Stelle fürs Zusehen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Gebt mir eine Bewertung. Lasst mir ein Abo da. Da freue ich mich sehr drüber. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es darum geht, das nächste Prospekt vorzustellen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.